war der halb ungarische, halb deutsche Junge. Mit Brille eigentlich das Angriffsziel. Es waren halt No-Go-Areas und unbewusst haben wir oder meine Mutter mit uns und mein Vater, der halt immer nur unterwegs war, in der No-Go-Area gewohnt. Ja, das ist ein schwieriges Thema und sowieso bei mir, weil ich nicht so gut zurechtkomme mit privatem Stress. So, weil ja, Leute, die ich lieb habe, die können mich am meisten verletzen und umgekehrt mache ich es halt genauso. Leider. GSG-Einsätze. Oh, und direkt? Bei ja, wem? Bei allen. Bei oh. J.O., pass auf, gleichzeitig. Mhm. Bei J.O. Um 6, bei J.O., bei Raper, bei Dan, bei John, bei Niklas, bei mir im Presswerk auch gleichzeitig und mit halt wirklich so. Von den Straßen Berlins bis egal wohin, ist egal ob es schneit oder regnet. Ich komm aus der Ecke meins, ist egal wo ich bin, echter geht's nicht, wenn du mir begegnest. Yo, neue Folge, echter geht's nicht, Tamasch ist am Start, direkt aus Wedding. Buongiorno, ich weiß nicht, wo ich reingucken muss, Bruder. Guck rein, wohin du willst. Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wie weit ist die Abkürzung TAM noch aktuell? Nenne ich noch viele immer TAM? Ja, doch, ja immer doch, bleibt, ne? Doch, ja, immer ich glaube schon. Songs aber am meisten immer geendet, TAM. Ja, yeah, genau. Danke, Alter, super, nice, dass du es weißt. Ey, ich freue mich so krass hier zu sein. Du weißt ich auch. Und lass mal gleich auflesen, das ist hier keine Vetternwirtschaft. Ich habe offizielle Anfrage bekommen vom Label. Ja, ne? Ja. Und ich freue mich auch, dass genau sie gefragt haben. Ja. Und mir wurde es halt auch so zugetragen. Möchtest du eventuell bei Tierstar sein? Ja. Ich halt sage, halt die Chance auf jeden Fall direkt. Safe, deswegen. Ne, weil man halt... Weil wir haben ja gerade im Vorgespräch jetzt geredet, wir haben ja doch diesen alten Song auch, der nie rausgekommen ist, ne? So, Nils. Ja? Nils. Ja, das war das Video, ja, das Video ist nicht rausgekommen. Der Song ist nicht rausgekommen. Der Song, also das Video halt, das komplette genau, Material ist verschwunden. Was wir auf dem Dach genau, haben. Genau, ja, genau, genau. Yom, Tony, oh Gott. Boogie, oh Gott. Autodidakt. Oh alle, oh Gott. Ja, haben die jetzt gut boah, zusammengebracht, mein Herz, alle. Mein Herz schlägt gerade, yeah, wenn du alle Namen sagst, schlägt mein Herz gerade. Viele Grüße an alle, die dabei waren. Ach, schade, da hast du echt ein gutes Stück Geschichte verloren gegangen. Aber da ist noch einiges an Geschichte verloren gegangen. Aber lass uns das mal aufrollen, denn ich glaube, wir können ganz tief zurück in die Vergangenheit gehen, oder? Let's go. Okay, dann wollen wir anfangen mit Wedding. Ja. Wie ist es aufwachsen, siehst du das so? Erzähl mal, welche Ecke genau, wie war es für dich in der Kindheit und so? Nauner Platz, Hochstädter Straße. Mhm. So. Also richtig deep drin. Ja. Mhm. 80er? Anfang 90er. Anfang 90er. So, Anfang 90er. So, und ja, Alter, das ist das Erste, an was ich mich erinnern kann, ist halt so tatsächlich so die ganzen Black Panthers. Ja. Unten Hochstädter Straße, was da los war und so, dann wieder hochgehen, eine Schelle von meiner Mutter kriegen, weil ich gesagt habe, hey, das ist gerade das, was hier wutzt. Ja, niemals, okay, weil meine Mutter halt die ganze Zeit arbeiten war. Mhm. Ich küsse die Hände meiner Mutter, war die ganze Zeit unterwegs. Hört sich wieder so Role Model Story an, aber war es tatsächlich so, ne? Ich habe euch beide ja, also ich treffe euch ja ab und zu hier in Wedding, letztes Mal Müllerstraße und so, ne? Obwohl, letztes Mal haben wir uns auf bei Quarmes Geburtstag gesehen, das war gar nicht diesem Stimmt. Aber wie war denn dann der Einfluss jetzt, wenn du schon direkt anfängst, Gang, Zeitalter und so weiter. Wie sahst du denn zu der Zeit aus? Du warst doch noch nicht so voll tätowiert, oder? Nee, ich war der halb ungarische, halb deutsche Junge. Mit Brille eigentlich das Angriffsziel. Mhm. Eigentlich die Kartoffel, ne? Was halt so der Standardspruch war. Mhm. Und wenn du dann gesagt hast, so nein, ich bin Ungar, war das in dem Distrikt halt so, was ist Ungarn? Mhm. Weißt du? Genau, war ja vergleichsweise, kenne ich nicht viele, die aus Ungarn waren. Genau, so ein paar noch aus Märkischen und so, aber. Genau. Also es gab eigentlich kaum Jugendliche aus Ungarn. Es gab so 4, 5 Stück, die ich halt kennengelernt habe auch. Und es war recht schwierig, Digga, du weißt, wie das damals war. So, ne? Ich weiß es, aber viele, die heutzutage da aufwachsen, wissen es anscheinend nicht mehr. Ne, aufwachsen ist ja auch was anderes, als dazu zu ziehen, ne? Ja. So, und oder sich hier nach Gentrifizierung eine Wohnung zu leisten. Also früher waren es halt, und auch wieder kein Role Model Spruch oder so eine Scheiße, es waren halt No-Go-Areas und unbewusst haben wir oder meine Mutter mit uns und mein Vater, der halt immer nur unterwegs war,
in der No-Go-Area gewohnt. Also so, da du wolltest nicht in der Hochstädter sein, du wolltest nicht am Nauner sein als Polizist damals. Es gab ein Jugendzentrum, was Treffpunkt war, wo dann halt Flying Steps getanzt so, ja, haben, wo unten der im Keller, wo unten im Keller so ein DJ-Pult war. Der Berüchtigte. Genau, genau, ja, genau. Aber da war ich ein Shorty. Also du bist ja ein Jahr, zwei Jahre vielleicht älter als ich. Mhm. Ich war da halt ein Shorty so und war dort, weil dort im ersten, nee, im zweiten Stock war das Lücke-Projekt für schwer erziehbare Kinder. Ah, so, okay, ne? Und durch dieses Projekt, weil kein Hort oder irgend sowas mich mehr haben wollte, ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern, bin ich halt da reingerutscht und die ganze Zeit dort im Jugendzentrum gechillt und dann alle kennengelernt und irgendwann halt getanzt. So. Warst du ein sogenanntes schwer erziehbares Kind? Ich finde den Begriff ein bisschen schwierig. Es ist schwierig, weil ich glaube, du bist schwer erziehbar, wenn dein Umfeld als Heranwachsender beziehungsweise als Vorjugendlicher dich prägt, aber deine Eltern das halt nicht so wahrnehmen, weil die halt die ganze Zeit arbeiten gehen und Kohle ran scheffeln für die Familie, damit was zu essen da ist, dann bist du schwer erziehbar. Und ich bin meiner Mutter unglaublich dankbar, dass ich halt nie diese Ritalin-Phase oder sowas bekommen habe, dass ich halt nie irgendwie irgendwelche Ruhigsteller bekommen habe, sondern zackert sein konnte, wie okay, ich bin. So, ne? Was waren denn für dich große Hürden in dem Zeitraum? Ja, der Weg von Grundschule auf Oberschule. So. Und dann auf der Oberschule sein, ich bin dann auf Ernst Reuter gekommen, wo ich ja Kalle. Wo ich dann Kalle und sowas, so alle kennengelernt habe. Kimber, Digga, ich küsse deine Augen, egal wo du bist. da war es dann siebte Klasse auch noch recht in Ordnung. Und dann Bunkerzeit. Mhm. Und dann so drauf scheißen, nicht zur Schule gehen, früh ausziehen und der Werdegang von vielen, die wir kennen früher, ne? Ja. Also, so sagen wir mal, nicht abrutschen, schiefe Bahn, sondern wie war denn dein Umfeld jetzt so drauf? Was war euer Alltag? Mucke. Damals, also in welchem Alter fing es an? Ich glaube, ich habe Dan kennengelernt mit 15 oder so, wo es halt die Bunkerzeit war, bevor es Agro gab und sowas alles, ne? Ja. Dan kennengelernt mit 15, vielleicht auch noch früher. Also ich weiß aus meiner Perspektive, als du hast deine Eltern schon angesprochen, zwar nicht in dem Zusammenhang, aber als es gerade gefallen ist, habe ich gedacht, wow, was für ein schöner Übergang. Aber als ich das so wahrgenommen habe, so waren halt diese South-Einflüsse voll da war, hörbar. Da war ich schon älter. Da war ich schon älter. Okay, womit fing's denn an? Was waren so die ersten, kannst du dich die ersten Berührungen mit Rap und so erinnern eigentlich? So, oder war es überhaupt Rap, der erste musikalische Einfluss? Nee, also ich bei mir war es ganz früher, war es halt auch Rock und Queen durch meinen ungarischen Bruder. Mhm. Und Van Halen und alles sowas. Es gibt auch irgendwie ein Foto, wo ich 3 Jahre alt bin, auf den Schultern von meinem ungarischen Bruder beim letzten Queen-Konzert. Oh, okay. Ob ich, ja, voll, keine Ahnung. Ah, du erinnerst dich aber nicht? Nein, keine Bilder nicht, am leider Kopf? Leider nicht okay. mehr, leider nicht mehr. Mhm. Und Rap war tatsächlich über meinen deutschen Bruder dann, der halt komplett eine Sammlung von allem hatte, die ersten Prodigy-Sachen, Slayer, der hatte alles und dann tatsächlich damals so die ersten 3P-Sachen, Alter. Oh, genau. Da hat's angefangen? Da dachte ich mir so, krass, oh geil, was ist das? Das überrascht mich jetzt. Was ist, ganz früher, so, oh jo, was ist das denn? Was, Mitte 90er, 94, 95? Genau, okay. Ich glaube, das war früher noch sogar, wo ich dachte so, boah, aber was sagen die denn, weil das hart ist, ne? Ja. Weil das also Rödelheim, Hartreim-Projekt. Genau. Okay, das waren so die ersten harten Lyrics, war schon Hardcore-Rap. Digga, voll. Ja, voll. Also auch wenn du die ersten Sachen jetzt noch hörst, reimtechnisch vielleicht halt nicht so für die krass, Zeit aber Fotzenlegerin, yeah, nicht, ja, stimmt. Yeah, yeah. Und dann haben die dem in die Schnauze gegeben und die immer, yeah, yeah, weißt du? Das war Hardcore-Rap. Ja, und weil man das halt draußen gesehen hat, fand ich das als Kiddie halt gut. Mhm. Und dann war halt Bunker so und rangetragen werden an Battle Rap, der richtige, der für den, also
Digga, was da los war? Da soll taktlos 500 Mal Hurensohn zu einem sagt, der dann einfach die Schnauze, der konnte nichts sagen. Ja, Mike weggenommen. Voll. Das war die Art zu battlen, die war schon voll. Sehr, sehr raw. Sehr krass, raw. Dass du die Sprünge, weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, für mich war es so, ich wollte über Pionierarbeit sprechen halt, dieses so, waren nicht deine Eltern so wirklich das erste Crunk-Ding in Deutschland? Das, so? Das stimmt, aber wir haben vorher schon angefangen, weil wir halt auch ein bisschen Metal gehört haben und sowas und dann halt so ein bisschen auf die Gitarren gerappt haben und alles sowas, ne, dieses dann Memphis-Einflüsse natürlich, Tech Nine halt so, und dann kam halt zwischendurch das Crunk-Zeug, ne, wenn man dann halt so, nachdem wir uns auch öfter auf Partys erlebt haben, wir haben noch alles auseinandergenommen damals. Ja, aber ne? Es war halt, also aus meiner Perspektive gab es nicht so viel, aber es war vor allen Dingen in Berlin so, ich kannte so ein paar, so ein bisschen im Süden, Steglitz und so, und auch Spandauer, die voll auf dem South-Film waren halt. Genau, ne, so. Aber halt so ohne jetzt hochnäsig zu wirken, aber niemand wie wir. Ja. Also niemand, also so Dan, Jan, Niklas und ich, wir waren halt so... Voll, der hat das volle Kanne repräsentiert. Ich war der Jüngste, und dann hatte ich die um mich rum, und dann dachte ich mir so, scheiß auf alles, ich drehe jetzt durch. Keiner kann uns ficken, Alter, kann uns ficken, und wenn du Räuberei hörst, heute von Dan und mir, der Song ist in der kürzesten Zeit der Erde entstanden und bummst alles weg. Manchmal ist es wirklich so, es gibt so voll die verkopften Songs, ne, so, wo man voll lange dran gesessen hat und die laufen dann irgendwie nicht so, oder die Umsetzung ist nicht, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann gibt es die Dinger, die so aus der Hüfte rauskommen. Ne? So, hey, Hafti, gönn dir, ich gehe mir auch gleich hinterher. Auf jeden Fall. Ja, ich habe das irgendwann abgelegt. Ich habe das komplett abgelegt, und wenn ich irgendwo gezweifelt habe oder was weggestrichen habe, habe ich dann lieber den kompletten Partner geschrieben, anstatt irgendwie... das Feeling zu ändern. So. War für dich so Flows und Inhalt, Lyrics und so gleich viel wert, oder hast du auf Klang mehr Wert gelegt? So gerade bei den meisten, die schneller gerappt haben, war der Inhalt so ein bisschen im Hintergrund. Ich glaube, damals war der Inhalt, wir sind die Coolsten, wir sind Berlin, fickt euch alle. Ja, so, und so war es halt auch so. Es gab dann halt, also wenn ich was angefangen habe zu schreiben, war es dann halt so, okay, wie hieß denn, die Straßen brennen oder sowas, das ging auch komplett schnell. Das ging auch komplett schnell, aber das ist dann halt wieder sozialkritisch und halt auch wieder Wedding, was auch leicht von der Hand geht. Wenn du da halt groß wirst, dann geht sowas leicht von der Hand. Ne? Ja. Wie siehst du diese Einkategorisierung, dieses Schubladending so? Kannst du dich mit so Labels identifizieren, sozialkritisch? Ist das irgendwie, kommt es mir vor, eine Mischung aus Conscience-Rap, harten Straßen-Rap, Gangster-Rap, was ist es? Wenn ich sage, fick die Cops und so weiter, wie würdest du das einordnen? Dicker, fick die Cops war fick die Cops. Ja. Das ist halt außen vor, das fick die... ich hab das nicht gesagt, hier ist da das angefangen. ist das schon lange her? Fuck, ist das, Digga, ist scheißegal. Ist scheißegal, okay. Die sind so mit dem Knopf drauf. Okay. Ja. Aber egal. Das war was anderes. Das war halt so... Punkt, fick, Punkt. Weil du weißt selber, was die damals mit uns gemacht haben. Ja. Selbst wenn die uns irgendwo laufen mit einem Dubi irgendwie angehalten haben, der wurden wir gefickt von denen. Also ficken wir zurück. So ist es, so war es doch normal. Ne? Also bevor wir einen weghauen, machen wir das halt sprachlich. So. Ja. Naja, das Rap als Ventil nutzen sollte ja dafür auch da sein und so. Heutzutage wird ein bisschen penibler auf die Sprache geachtet als damals. Damals war das Provokante ja auch ein sehr populäres Stilmittel. Wir waren nicht auf der Karte, also wir waren nicht auf der Platte, wir waren nicht auf der Karte. Heute darfst du ein bisschen mehr sagen. Aber nicht so explizit. Nicht so explizit. Hafti kann auch ihr Hurensohn sagen. So, ne? Ja. Wird aber anders gedeutet, weil der Typ auch sozialkritisch ist. Der ist unglaublich, ich liebe den. Das ist so Fanboy-Moment, wirklich, ich liebe den. Ich liebe den unglaublich. Wir waren unterwegs mit Phil und in irgendeiner Kneipe, und die hatten so eine Jukebox, und da gab es Hafti zu spielen. In der Jukebox habe ich in der Kneipe, in der deutschen Kneipe, die ganze Dings. Wie kam es an? Ich war laut. Du warst laut. Ja, durchgedreht. Okay, ich versuche mir gerade die Gesichter der anderen Besucher vorzustellen.
Okay, nice. Und durchgepickt. Hafti in der Jukebox, nice. Ja, gibt's. Geil, geil. Zurück zur Pionierarbeit am Anfang. Ja. Was war denn, also wir haben jetzt ein bisschen Moses P. und so, das sind die ersten Sachen, die du gehört hast. Ja. Wie sah es mit Berliner Rap aus? So? Was sind die ersten Sachen, die du aus Berlin gefeiert hast? Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ich glaube, es war einfach, ich glaube, es war Savasch. Ne? Also ich glaube, 80% der Leute, die du das fragst, sagen Savasch. Mhm. Einfach weil er halt so war. Ja. Ne? Also dieses Rebellische und dieses, hat dich das ein bisschen beeindruckt? Ja, natürlich. Okay. Dieses, wir sind nicht hier, ihr Arschlöcher. Mhm. Seid nicht Berlin, ihr Arschlöcher, seid zu weich und so und so gehört sich das, natürlich. Wie habt ihr euch dann formiert, wann habt ihr euch formiert so zu deinen Eltern, in welchem Zeitraum war das? Puh, Alter, nein, um 2000, so irgendwann. Jahrtausendwende, wie kamt ihr auf den Namen? Was ist unfickbar? Das ist unfickbar. Also, okay, das war Eltern. Die Frage, okay. Deine Eltern. So, ja, ne? du kannst gegen alles was sagen, du kannst alles hassen, außer deine Eltern. So, okay. Wenn du, so denkst, du kriegst auch eine links-rechts von deinen Eltern, wenn du frech bist. Ja, ja, stimmt, das stimmt. Das war eigentlich vom Namen her auch, glaube ich. Und war halt so, wenn jemand sagt, guck mal, da hinten kommen deine Eltern, sind schon ein, zwei Mal Spätzereien angebracht. Nur weil wir dann kamen. Ja, ja. Nicht mit uns, sondern miteinander. Ne? Weil der Name ging durch ganz Berlin auch durch halt. Ne? Ja. So, das ist immer cool, wenn man so einen Markennamen hat halt, ne, wo gleich alle sich fragen, was, wieso, weshalb, warum? Ich glaube, das war nicht die Intention. Ja, ja, auch glaub, die Schreibweise fand ich halt cool und so, das war hat irgendwie also, zusammen also, wie man sagt, mit seinen Eltern. Ja, genau, genau. Weißt du? Als beste Antwort immer, wenn keiner zum Dissen halt, ne, so bester Konter. Deine Eltern. Wie war dann für dich, also von der Innenperspektive, wie wurdet ihr aufgenommen? In Berlin. Wie war so die Anfangsphase? Waren es Hürden? Weil ich meine, der kam mit einem neuen Style um die Ecke. Gerade dieser Crunk, das Crunk-mäßige es war ja noch also nicht. Vorher schon. Also vorher, ich bin ja überall rumgezogen damals und habe mich überall hingestellt. Ich glaube, Sera war der Erste, der mich so in so eine Cypher reingedrückt hat. Sera Finale? Ja, in welcher Cypher? Uferfabrik, Ewigkeiten her. Oh, okay. Ja, ja. Und ich glaube, das war so das. 99? Vielleicht sogar Rapper Mittwoch? In der Uferfabrik, der Erste im Keller? Ja, aber so, gab es das schon? Rapper Mittwoch 99 war so die erste Auflage. Echt, ja? Ein Jahr möglich lang, ja, ja, ja. Möglich ist es. Ja, ja. Ich weiß es nicht. und dann halt überall sein, ne? Überall, das Gleiche, was du auch gemacht hast. Mhm. Überall präsent sein, überall aufschauen, wenn irgendwas ist. Und es gibt da eine Party, es gab ja nicht viel damals. Ja, wir haben uns oft in irgendwelchen Backstages und so irgendwie Insel, Pfefferberg und die ganzen Locations damals hießen. Genau, so, ne? Genau. Und da zeigst du halt, was du drauf hast oder unterhältst dich oder das andere, worüber wir jetzt nicht quatschen wollen. Yeah. Und machst dich halt stark und versuchst halt deine Gang oder Gruppe, jetzt nicht Gang von wegen Messer ziehen, Gang, sondern halt so deine Gruppe, deine Musikgruppe am besten dastehen zu lassen. So. Ja, aber es war schon der Inhalt auch, also es war generell rau, ne? So, na klar, aber also so, man hat auch nicht zurückgesteckt. Also ich glaube, keiner von uns hatte Schiss, in die Schnauze zu bekommen, was heutzutage anders ist. Ne? Also man hat dafür eingestanden, man hatte ein bisschen Rückgrat. Selbst wenn man vernünftig war, hat man sich trotzdem nicht alles sagen lassen. Mhm. Und dann kriege ich halt einen rein und dann kriege ich halt in die Schnauze ohne Ende. Aber trotzdem fight ich und das wird in den Köpfen bleiben. So. Was waren es denn hauptsächlich für Konflikte? Weil ich meine, direkt aus dem Umfeld kommen, wo viel Gangmentalität herrscht und Aktivität auch herrscht. Dann gab es dieses Problem mit Faschos und so auch viel, dann ja, Polizei ja. auch und ja. so. Was waren denn für dich große Konflikte oder wo ging es häufiger ab? Also bei Älteren war das, also ich hatte glaube ich am meisten Konflikte mit Bullen, Polizistinnen, tut mir leid.
Faschos waren damals gar nicht auf der Karte, weil wir waren nicht dort und die waren nicht bei uns. Ja, ja. Nee, also nicht am Nauner halt, ne? Aber, ja, aber auch, aber wo Kreuzberg. Mhm. Guck mal, das war in der, also so ganz am Anfang in der Zeit war man auch nicht in Kreuzberg und die Kreuzberger waren halt auch nicht im Wedding. So, ne? Stimmt schon, aber als die Mauer aufging, also wir. Ja, aber da auch kurz nach dem Mauerfall war das halt noch nicht so. War das noch nicht so. Und zu den deine Elternzeiten dann später, dann war man offener. Dann hat man auch mit den Ostberlinern gechillt oder hat die ein bisschen im Westen geholt. Und, ne, aber Faschos damals noch nicht. Ich weiß, dass wir mit Eltern mal im Allende-Club gespielt haben. Das alte All, was in Köpenick war. Und da gab es halt auch Sessions und da gab es halt öfter mal Reibereien mit Faschos. In welcher Form? Nehmen wir, dass die davor gestanden haben, weil Hip-Hopper und so eine Scheiße. Okay, ne? Das war ja schon von außen gesehen, dann sofort genau, Feindbild genau, und so. Genau, und dann genau, eine große Hose tragen und hast nicht gesehen. Ja, kam es gleich zum Clash halt. Total, ne, so. Total. Und dann, ich glaube, dreimal war das und einmal die gewonnen, einmal wir gewonnen. Oder was heißt gewonnen, aber dass man abhaut. Ne? Ja. Wie kam es? Wo ist er mich jetzt gerade hinholt? Flashback seine Mutter, Digga. Ja, also, weil, ich meine, wir waren in einer Stadt halt, ne? So, das ist halt unterschiedlich. Das ist gar nicht mehr vorstellbar heutzutage, wie das damals war, ja, ne? Ja. Dass man halt nicht so weit, man ist keine 20 U-Bahn-Stationen irgendwo hingefahren oder 15 U-Bahn-Stationen. Nicht nur das, und wenn man es mal musste halt, dann vor allen Dingen nicht alleine, ne? Das ist in der Gruppe so eine Sache. Und selbst wenn man in der Gruppe war, oder es war halt schwierig, wenn man alleine auf eine andere Gruppe gestoßen ist, keine Handys, keine Überwachungskameras, keine private Security. Das ging direkt los. Das war halt, ne, so. Es ging direkt los. So, das war so, heute nennt man das Jumpen, ne? Das war so. Du wurdest, als sowas zum ersten Mal passiert ist für einen, wurdest du halt auf jeden Fall gejumpt. Ja, safe. Und danach wusstest du so, okay, ich muss jetzt raufgehen. Ja. Ich habe jetzt meine, und das war dann mein Credo, ich habe das immer gesagt, so, ey, wenn ich in einer Minute nicht fertig bin, verliere ich so. Und zum Glück habe ich das immer innerhalb von einer Minute oder anderthalb Minuten gelöst bekommen. So. Ich fand ja halt, in einem offenen Umfeld war das dann, angenehm, ist nicht das richtige Wort, aber hatte man mehr Möglichkeiten zu entkommen halt. Ich fand halt, was oft untergegangen ist und was nicht mal ein Zeitungsartikel wert war, war, wenn einer gejumpt wurde in einem U-Bahn- oder S-Bahn-Waggon. Was auch oft vorgekommen ist. Was damals, so oft vorgekommen ist, sogar rausgeschmissen worden sind und so. Ach so, im alten Osten. Ne? Genau, weil die Türen gingen ja noch auf und so. Ja, das ist alles unvorstellbar heutzutage. Ja, so. Und das war halt damals nicht mal ein Artikel wert. Aber das waren halt große Ängste, wenn du da unterwegs warst halt. Ne? Voll. Ja. Also wie gesagt, also S-Bahn bin ich damals halt nur gefahren, um die zu surfen. Ja, ja, genau. S-Bahn-Surfen war auch Sport, ne? Das war so. So, sonst nur U-Bahn. Mhm. Keine Ahnung, bin ich großartig S-Bahn gefahren damals. Ich weiß es nicht. Es ist so wie, Digga, Bruder, wir sind alt. Ja, also krass war halt, dass dieses so, die Konflikte begannen mit den Äußerlichkeiten, wie du schon gesagt hast. Man hat halt einen gewissen Look, ne? Wenn du Hip-Hop-mäßig angezogen bist und in der falschen Ecke im Osten unterwegs warst, damals, in den 90ern, dann ging's schon los halt, ne? Total. Und da wurde halt hier und da gepfiffen aus irgendwelchen Autos oder aus irgendeiner Ecke kommt dann noch eine Gruppe und so, ne? Und dann voll, auf einmal. Voll umgekehrt, aber auch. Genau, auch andersrum. Umgekehrt, ja, na klar. Also das dürfen wir nicht so pauschalisieren. Es war umgekehrt halt auch so. Wenn jemand bei uns grüne Bomberjacke, Springerstiefel, weiße Schnürsenkel. Und es war nicht mal mit weißen Schnürsenkeln, sondern einfach eine Bomberjacke und kurze Haare. Ja. Dann war es vielleicht ein Euskin, der eigentlich gar kein Fascho ist. Ja. So, aber das wir konnten gar nicht differenzieren. Natürlich nicht. Ja, genauso wie es umgekehrt ist. Genau, ne? Genau. Schade. Es ist aber immer noch so. Ja. Es ist aber immer noch so, wenn du halt nicht vernünftig aussiehst oder nicht das Richtige anhast oder vielleicht dein Geschlecht änderst oder so, dann wirst du gleich direkt rausgedrängt. Mhm. Dann wirst du komplett rausgedrängt und wirst du fertig gemacht. Ja. Was sehr schade ist, aber es wird sich halt, glaube ich, nie ändern. Haben diese Äußerlichkeiten auch zu Konflikten mit der Polizei geführt halt? Wie kam es da zum Clash? Habt ihr in der Straße rumgehangen, zu oft kontrolliert worden einmal, irgendwann ist es fast zum Überlaufen bringen mäßig oder? Ja, also so in der Straße hängen sowieso. Und dann kontrolliert werden und irgendwann ist man abgefuckt drauf und ist frech und hast du nicht gesehen. Natürlich, Dicker, alles was dazu gehört, malen, das, dies, das, pipapo und dann wird man mitgenommen. Ich glaube aber, irgendwann diese Resistenz haben und sagen so, was willst du von mir?
was möchtest du gerade, und wir waren halt jung, du auch, was möchtest du gerade von mir? Ich bin halt ein Weißer, mit Brille, so, ich habe da gar nichts mit zu reden, so, du hattest wahrscheinlich noch viel mehr Probleme bei diesen ganzen Arschlöchern, aber bei mir war das halt auch so, einfach nur, weil ich nicht konform war mit dem, was die zu mir sagen, die meinten, geh weg, und ich meinte, nein, Dicker. Was? Natürlich gibt es das Racial Profiling-Ding und ja, sowas nochmal on top kommt, so, aber es gibt ja auch halt normal ein gewisses Verhaltensmuster, eine gewisse Art zu sprechen, sich eine Körperhaltung, Körperbewegung, natürlich, die so dazu führt, wo für Polizisten vielleicht, wo du dann verdächtig aussiehst, sage ich mal. Und dann denkt sich, okay, bei 8 von 10 Typen, die so ähnlich aussehen oder sich so ähnlich verhalten, rumbrüllen oder wie auch immer, finden wir was. Und dass da halt es häufiger zu Kontrollen kommt und dass das dann aus der anderen Perspektive gesagt wird, ey, dieses Mal ist einmal zu viel. Genau, und, genau. Und wie du halt auch gesagt hast, wir sitzen dann halt offen. Mhm. Also wir sitzen dann nicht so da und sagen so, ja, okay, vielleicht, sondern wir sitzen so da und sagen, was möchtest du gerade von mir, lass mal bitte vernünftig. Und dieses offene Dasitzen ist ja schon aggressiv der Polizei gegenüber, wenn du es von der sozialen Sicht her siehst. So. Ach man, keine Ahnung, keiner darf sich über irgendjemand stellen. Mhm. Das ist so, egal welchen Job er hat, egal wie viel Geld er auf dem Konto hat. Für mich darf sich niemand über niemanden stellen. Niemande auch. So. Ja. Naja, die Professionalität da zu bewahren, wenn man halt, ich meine, theoretisch ausgebildet ist, aber oft gibt es halt diese Überforderung das halt. Was hatten ne? die damals für ein psychologisches Training? Die hatten, glaube ich, so 2 Monate oder bis 5 Monate psychologisches Training und haben dann eine Waffe in die Hand bekommen. Mhm. Ich meine auch so generell, wo viel Machtmissbrauch herrscht, auch an der Türsteher oder so, die öfter deeskalierend wirken sollten, eigentlich aber schon, in der Theorie, aber in der Praxis schon. Kennt man dann auch, wo man sagt halt, ey, der 10. Besoffene kriegt jetzt aufs Maul und trifft dann vielleicht den Falschen oder so. Ja, voll. Also ich glaube, das sind Sachen, wo Leute viel krasser unterwiesen werden müssen und funktioniert aber trotzdem nicht, weil es ist trotzdem nur ein Job, es ist trotzdem, es muss Geld gemacht werden, es muss Geld schnell gemacht werden, der Club muss funktionieren, die Leute müssen schnell, dann fällt jemand aus, dann muss irgendjemand anders kommen, der nicht darauf eingestellt ist, ob er zum Beispiel abends jetzt an der Tür arbeitet, wo du eine Woche vorher für deine Schicht Bescheid bekommst. Hat er auch ein Gespräch, Gegenüberstellung mit Polizisten, und dann meinten die zu mir auch so, ey, wie soll ich mich denn fühlen, wenn ich auf einer Demo bin? Hier ist eine Gegendemo, hier sind die Faschos. Und alle rennen aufeinander zu. Dann habe ich gesagt, so, da kannst du halt auch einfach in die richtige Richtung knüppeln. So. Richtige Richtung für mich war natürlich Richtung Faschos knüppeln. Mhm. Für ihn war das so, die richtige Richtung für mich ist gar keine Richtung, sondern die Richtung, halt die Mitte. Was für mich halt auch scheiße ist, weil ich mag die Mitte gar nicht. Mhm. So, wenn du dich in der Mitte positionierst, dann bist du eine Fahne im Wind. Ja, ja. Ja? Und das andere war halt auch, wo ich halt mit diesen Polizisten geredet habe, dass die meinten so, ey, guck mal, ich bin uniformiert auf der Straße. Und da läuft ein Vater mit seiner Frau und dem Kind vorbei und meint so, wenn du so einen Mann siehst, dann musst du dich benehmen. Und der Typ, der Polizist meinte zu mir, richtig abgefuckt, weil eigentlich will er hören, wenn du in Gefahr bist, dann kannst du so einen Mann fragen. Vielleicht hat mir so ein Satz irgendwie die Augen geöffnet ein bisschen und nicht so nur stur Polizeihass und Todesfick die Cops und sowas. Natürlich sind es 80% der Polizisten sind Arschlöcher. So. Ne, weil ich finde es schwierig, das in Zahlen einzuordnen, ja, aber mich, hat dir der mich, Dialog für mich, ja, für mich. Subjektiv kann man ja, ist ja was anderes, aber hat dir der Dialog geholfen, da mehr Verständnis zu entwickeln? Total. Sollte sowas öfter passieren, total. Wie weit reicht dein Verständnis jetzt, sage ich mal, für die Stressbelastbarkeit in so einer Position? Die ist unglaublich gestiegen. Also meine Einstellung zu der Stressbelastung von Polizisten. Aber es gibt halt einfach viel zu viele, und tut mir leid, dass ich jetzt komplett wieder schwenke, die halt nicht belastbar sind. Die vorgeben, belastbar zu sein, bis zu der Situation, wo sie nicht belastbar sind, und dann nutzen sie ihre Macht aus, beziehungsweise ihren Status aus. Okay.
wo siehst du Ursachen in diesem Machtmissbrauch? Ist es so ähnlich wie auch bei Kriminellen, dass es meistens geknechtete Kinder sind oder so, die vielleicht auf dem Schulhof so ein bisschen geopfert worden ist sind? Ist der Überbegriff? Und, ist der Überbegriff, ne? Also so du auch so dieses Ordnungsamt, oh, du bist kein Polizist geworden, jetzt machst du hier uns dort das Leben schlecht. Aber ich glaube, das ist hat nichts mit Polizistin zu tun oder mit Ordnungsamt den. Das hat damit was zu tun, wie du halt zu Menschen bist. Mhm. Und wir beide sind, glaube ich, gut zu Menschen, obwohl wir nicht so vernünftige Jugendliche waren oder sowas, ne? Und wir sind alles Menschen. Mhm. So, und da ist egal, was du anhast oder nicht anhast, so Kriege werden geführt, die eigentlich nicht geführt werden müssen, nur wegen Egos. Und man muss sich halt mit seinem eigenen Ego auseinandersetzen. Und wenn du einen doofen Spruch, weißt du, annehmen kannst, so, also, oh, wir sind ganz schön alt geworden, da können wir drüber lachen. So, ich glaube nicht, dass wenn irgendwie so ein fast gleicher Spruch damals gefallen wäre von anderen, dass wir so drüber gelacht, sondern hätten wir gefragt, warum. Yeah. Was willst du mir damit sagen? Und so eine Scheiße, ne? Glaubst du, dass immer noch so ein vereinfachtes, wie soll man sagen, Weltbild vorherrscht in der Sektion, bei Polizisten halt, gerade hier, dass man sagt, dieses Spießbürgertum so mäßig, ey, der ist so voll der Saubermann äußerlich und so, der ist bestimmt nicht und der ist ja voll tätowiert und der muss gefährlich sein. Ach so. So meine ich jetzt so, dass man halt, dass man in böse und gut einkategorisiert, so auf die Schnelle, meine ich jetzt. Das müssten sie ja eigentlich, also das wird ja verlangt von der Exekutive, dass die das machen können. Weil ich glaube auch nicht mehr so wie früher. Ja. Also so mittlerweile sind ja Tattoos scheißegal. Ich denke auch, es gibt auch Polizisten, die tätowiert sind und so, ne? Ja, schon. Genug. Ja, schon. Immer ja, mehr. Schon. Gibt und auch Polizisten, die kiffen, Digga. Ja, das sowieso. Das gab es aber auch schon in den 90ern. Voll, dass sie unser Ort weggenommen haben. Ja. Arschlöcher. Oft, keine Anzeige flattert rein, aber Ort ist weg. Genau. Und das ziemlich oft und oft von den gleichen. Ist das schlimm? Ja. Ist das schlimm, als ob wir so vor den Haustür waren? Ja, Mann, genau. Na. Kennst du die Line von Serafinale? Nirgendwo kann man Taxifahrer mit Gras bezahlen. Ja, genau. Wie eine Blume durch Asphalt. Oh ja. Oh, super, Küsse. Ja, Mann. Bester Berlin-Song für mich nach wie vor, glaube ich. Ja. Ist, wirklich, wirklich, wirklich. Okay, was für ein Schwenker. Kannst du dich an einen besonders krassen Konflikt erinnern mit der Polizei, so wo man sagt halt, ey, also wie war das, ich will eigentlich auf den Bogen spannen zu dem Song halt, ja. Wie war das als Ventil, einfach mal das rauszulassen? Es war ja so, ich glaube, dass irgendwie was dann gereicht hat, so wie das fast zum Überlaufen, was du vorhin gesagt hast, und deswegen sollte ein Fick die Kopfsong raus. So, dann habe ich den gemacht. Und die Jungs haben dann mitgemacht und dadurch ist dann halt so der Schneeball ins Rollen, also dann war ja alles vorbei, weil der Heribert Recht hat Anzeige gemacht hier in den Minister von CD. Es gab viele Konsequenzen und so. Erzähl mal über den Rattenschwanz, was hat das alles ausgelöst? Rattenschwanz hat ausgelöst, ganz viel Geld bezahlen, Rattenschwanz hat GSG-Einsätze. Oh, und direkt? Und, bei wem? Bei allen, bei J.O., pass auf, gleichzeitig, bei J.O., um sechs, bei J.O., bei Raper, bei Dan, bei John, bei Niklas, bei mir im Presswerk auch gleichzeitig und mit halt wirklich so. Raper Pimp war auf dem Track drauf? Raper war auf Kopfschuss auf dem Remix-Song. Okay, okay. Auf dem Remix-Song mit drauf. Okay. Und das war das unglaublich. Ja. Ich dachte mir so, was hab ich gemacht? Also, das passiert halt mit dir, wenn du die Cops ficken willst. Okay. Und dann halt Verhandlungen über Verhandlungen. Wir haben ein bisschen nochmal diesen Heribert Rech auf Kopf genommen. Im Nachhinein einfach viel zu viel bezahlt und Indizierung. Und ich habe den ja dann nochmal neu aufleben lassen als Hardcore-Version. Okay. Auch wieder indiziert und auch wieder sofort, ja? Ciao. Oh, okay, ja. Ja, mal gucken, wie viel Spaß wir noch haben in Zukunft. Oh, fuck, ja, es ist echt kein Spaß. Es ist kein Spaß. Habt ihr damit nicht gerechnet? War überraschend dann halt, ne? Es war komplett überraschend so. Es war komplett überraschend, weil die damals halt komplett
Berliner Rap auf dem Fokus hatten, auch Blockmonster und generell war das Hantieren auch mit Waffen und so in Videos ist auch so eine Sache halt, ne? Heutzutage ist das völlig egal. Heute kannst du eine Schafe laden, im Video ist nicht so schlimm, ne? Also, ich denke, es kommt drauf an, wer es macht. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ja, ne? Also okay, das heißt, okay, es hat zwar eine Welle gemacht. Achso, warte mal, nee, haben wir da eine Waffe geladen in dem Video damals? Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, wir waren halt nur auf Mai und haben gesagt, dass wir Polizei nicht mögen. Still not loving police. Still not loving police. Ist so. Hashtag, ja, ne? Ach so, muss man heute sagen, Hashtag still not loving police. Hashtag Mittelfinger. Ja, die Sachen sind ja relativ bekannt schon gewesen. Also es war halt, die sind ja rumgegangen halt. Ja. Ne? Das war ja ein Thema so, was glaube ich eher nicht so bekannt ist. You know, I keep my ear to the streets. Was wurde Liebhabern vom alten Berliner Straßenrap vorenthalten? Und zwar gab es ein Album, Kollabo mit 41 Beat-Fanatiker. Oh Gott, Digga. Das gab's. Digga, so easy, du. Hat easy alles. Warum ist das nicht rausgekommen? Frag mich nicht. Mich brauchst du nicht fragen. Ich glaube, da musst du mal easy fragen. Easy wenn Beats hat alles gebunkert, ja? Der kann das jetzt noch rausbringen. Ich denke, der hat alles gebunkert. Wer ist drauf? Rako. Rako, ja, alle. Pablo, also, ja, Duell. Ja, genau. Raper, die üblichen Verdächtigen, die damals wir waren ja. Kannst du aus dem Nähkästchen plaudern? Was war das für ein Projekt? Wie kam es zustande? Einfach nur, weil wegen Crunk und wegen Südstaaten und wegen Ellbogen und hast nicht gesehen. Das hat einfach stilistisch gut zusammengepasst. Easy macht ja immer noch super Beats und arbeitet, glaube ich, für Block auch jetzt gerade. Das war super. Getroffen und Partysongs gemacht. Getrunken und laut gewesen halt, ne? Keine Ahnung, frag mich nicht, frag Easy, Alter. Frag Easy oder so, ich hab davon gar nichts mehr. Ja. Ich glaube, wenn Easy noch Festplatten hat, gab's damals so Festplatten, keine Ahnung. Weißt du, eingangs haben wir über den Song gesprochen, wo wir auch drauf sind, dass ich traue manchmal so einigen Songs hinterher, so ich sage, oh, warum ist der nicht rausgekommen? Und da hat man sich hier die ganze Aufnahmeprozess. Das komplette Kollabo-Album war geil. Ja, das war, also irgendwann war dann, glaube ich, auch die Zeit vorbei von diesem Club-Zerstörer. Kommando-Zeug, so, ne? Ja. Naja, halt schade, weißt du, ich bin auch oldschool Berliner Straßenrap-Liebhaber und frage mich, warum das vorenthalten wurde. Das wusste mit Easy. Also so, ich glaube, ich hatte da auch schon ein bisschen zu viel zu tun mit Anormalarbeiten. Keine Ahnung. Was meinst du mit Anormalarbeiten? Mit Normalarbeiten. Achso, mit M, also anormalen Arbeiten. Okay, von welcher Arbeit reden wir? Bist du da Dings? Ich war da mit Jans Bruder damals Insolvenzverwalter. Also wir haben für eine Insolvenzverwaltung Schulden eingetrieben? auf die einschüchternde Weise? Nein, auf gar keinen Fall. Also war ich nie unterwegs. Nein, so auf per Post so, entschuldigen Sie bitte. Nein, per schon Sachen abholen fahren. Ja. Achso, okay. Da ist noch ein Fernseher, der funktioniert, nehme ich mit? Nee, größer. Das war ja das Geile. Ich bin da so hingefahren und die so, in irgendwelche Immobilienkanzleien. Also, was willst du denn hier? Und dann so Beschluss und dann so, möchten Sie einen Kaffee haben? Und dann so, gib mal Kaffee, du raus. Ah, ich liebe das, wenn Vorurteile widerlegt werden. Das ist das Beste der Erde. Und dann so, bei mir der laute Idiot mit Tattoos, der Große mit der Brille, kennst du diesen Großen mit Brille und Tattoos? Ja, stimmt. Guten Tag. Ja, das ist schon nice. Und da hast du alles unter einen Hut bekommen, so, ja? Ich sehe das halt oft schwierig. Damals war es ja halt, hat Dan halt sehr, sehr viel gemacht. Ne? Also der hat alles irgendwie geleitet, hat dann noch Blutbad Brand gemacht und sowas. Ne? Also Dan hat sehr, sehr, sehr viel gemacht. Ich war crazy drauf. Ja, naja, ich meine generell, ich kenne ziemlich, also nicht wenige sehr talentierte Leute, die gar nicht ihr Talent ausschöpfen können, weil sie nun mal dann in den Alter kamen oder Familie gegründet haben und Rechnung zahlen müssen, die brauchen halt ein monatliches Einkommen. Und wenn man sich da nicht frei entfalten kann, ist es halt schade, Es ist halt auch sehr schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. So. Oder wenn man dann nicht aufgeben möchte, dass man so viel Musik gemacht hat.
Und immer am Zipfel des irgendwann wird's reichen, irgendwann wird's reichen. Also das kennen wir alle, aber ja, man muss ja trotzdem, ich arbeite jetzt auch noch nebenbei. Standest du noch nie oder mal vor so einem Scheideweg, dass du sagst, entweder oder hast du immer gesagt, beides, bis eins klappt und oder? Ja, ich habe immer versucht, beides zu machen. Mal hat das eine, mal das andere gelitten. So. Aber ich wollte jetzt nicht mehr weiter darauf eingehen. Okay, lassen wir links, okay, bleiben wir dabei. Dann würde ich gerne über Pionierarbeit sprechen. Ich finde ja oft, dass es so ein Fluch und Segen ist. Wie ist es im Nachhinein? Gibt es genug Anerkennung, Respekt, dass man immer noch sagt, ey, wisst ihr noch, die haben damit angefangen und ey, dieses ganze Ding? Ey, ich spiele Hardcore-Konzerte, wo Metalheads mit deine Eltern Sachen kommen und meinten so, ey, ich habe das damals gehört und ich hätte nie gedacht, dass du so eine Musik machst und denk mir so, okay, geil. So, dann hast du damals irgendwie, keine Ahnung, Megadeth gehört und deine Eltern oder was? Ja, krass. Ja. Du hast mal gesagt, Metal ist für dich ehrlicher als Rap, so kann man das so sagen? Ist Metal realer als Deutschrap? Ja. Weil? Ja, weil du schon von vornherein Deutschrap gesagt hast. Ich hab's auch extra beschränkt. Du schon von vornherein Deutschrap gesagt hast und nicht einfach nur Rap, weil wir machen ja auch kein Deutschmetal. Oder du hast ja Metal gesagt und nicht Nu Metal oder Rock Metal oder bla. Und deswegen ist es halt einfach, oder was heißt ehrlicher? Das ist größer. Ich kann ja auch einfach wieder nur von mir reden, ne? So der beides erfahren hat. Ehrlichkeit ist komplett in Musik vorhanden oder genauso wie Beschränktheit und Schlösser, die irgendwelche anderen Leute ausschließen. So, ne? Ich glaube, dass jedes Genre, was ein bisschen den Mittelfinger hoch hat und ein bisschen sagt so nicht, ist ehrlich. Und dann gibt's halt immer diese Fake da, dieses berühmte Fake-Wort. So, jemand ist nicht der, den er vorgibt zu sein. So, das gibt's im Metal irgendwie nicht. Im Metal sind die halt schon scheiße. Also, dann sind die so, wenn die sauer sind auf was, dann sagen die auch, dass sie sauer sind auf was. Und bei Rap weißt du selber so, hey, ja, Leute schütteln sich die Hände, die eigentlich sich hassen. Yeah. Und dann dreht der eine sich um und dann ist dann so, guck mal, was für ein Hurensohn. Ja. Also dort ist mehr Straightness, mehr direkter, ja, könnte man das schon, so. Schon. Wie sieht es mit Zusammenhalt und Hate im Allgemeinen aus? Kannst du das miteinander vergleichen, dort und in der Rap-Szene? Zusammenhalt ist, wenn wir da Berliner Leute nehmen, dann kann man das, da könnt ihr euch 10.000 Interviews auch von vor 15 Jahren angucken. Da halten Berliner zusammen. Egal, aber mittlerweile mögen wir uns ja alle irgendwie, ne? Also, wo es damals halt Rivalitäten gab, hat man sich ausgesprochen, weil macht ja keinen Sinn mehr. Macht keinen Sinn mehr irgendwie sauer auf irgendjemand zu sein, weil mittlerweile ist Rap halt auch, glaube ich, einfach so sehr angekommen in den Charts, dass nichts anderes mehr funktioniert, als wenn du nicht ein Rapper bist oder Rap machst. Ich habe letzte Zeit öfter drüber gesprochen, dass die Stimme der Fans durch Kommentarfunktion und Internet halt lauter wirkt, ne, und mehr Bedeutung, an Bedeutung gewinnt. Was gut ist oder was nicht gut ist? Naja, das Ding ist halt, dass sich Künstler und so anfangen, daran noch ein bisschen zu orientieren. Weil jeder Zweite ist schon fast Marketing-Experte in der Kommentarfunktion geworden. So. Und wie ist es da im Metal-Bereich? Ich hab da noch nie Kommentare gelesen. Ich glaube, das Feedback bekommst du, wenn du live spielst. So. Bei Metal ist es so, oder bei Rock, oder ist es, wenn du live spielst. Wenn du live nicht gut spielst, holen Leute sich nicht die Alben. Du kannst anfangen mit einer Show vor 20 Leuten, dann gehst du auf die Straße und spielst und du wirst kontinuierlich größer, weil du halt spielst, weil du dein Handwerk machst, weil du halt
an dir arbeitest. Es ist genau das Gleiche, wie wenn du spielst als Rapper und du die 10 Shows hintereinander spielst und du schaffst es nicht mehr, nicht heiser zu werden, ohne In-Ears, ohne große Shows, wo du halt Autotune drauf hast, wo du irgendwelche Limiter und alles Mögliche drauf hast, sondern du spielst. Und irgendwann sehen es dann Leute. Und bei Metal ist es so, dass es da, wo wir wieder bei ehrlich sind, ehrlicher ist, weil du nah an der Crowd bist, auch wenn es nur 10 Leute sind. Mhm. Und die sagen dann 10 Leuten, ah, es war gut. Und, ja. So sollte es ja eigentlich im Hip-Hop auch sein, so zumindest, auch, genau, dass sie sagen genau. Halt so, der MC ist ja eigentlich der höchste Stellenwert, so der höchste Titel, den man sich als Rapper halt so verdienen könnte, wenn man da Anerkennung aus der Hip-Hop-Kultur bekommt. Aber mittlerweile gibt es sehr viel Erfolg auch für Studio-Rapper. Ich würde mal sagen, Streaming-Zeitalter. Ja, total. Ne, so, dass es einfach ausreicht, dass man gar nicht mehr so viel Selbstständigkeit gefordert wird. Es mittlerweile reicht auch, dass man nur ein Performer ist. Ne? Ich kriege meine Texte geschrieben. Ja, aber sind sie ja nicht mehr. Weil nicht die gehen, meine weil die gehen ja nicht, die ja, gehen ja nicht auf die Bühne. Performer im Studio, meine ich. So, ja, Studio-Performer, ich mein? Also noch einmal unter Studio-Rapper ja, sogar. Ja. Okay, das ist halt eher nicht mehr dieses ausschlaggebende Argument, ist, wenn man sagt, ey, der hat so und so viele Zahlen vorzuweisen, der ist relevanter im Verhältnis größer, ja. Obwohl er vielleicht live total neben einem echten MC abkacken würde. Ja, das ist aber auch das Zeitalter. Einfach nur, weil in einem Zeitalter, was ich auch nicht schlecht reden möchte, so Streaming, wo Leute Follower haben und Twitch-Sachen haben, wo die Leute kommentieren, die Leuten zugucken, die ein Spiel spielen. Mhm. Weißt du? Ja, so, ja. Und das ist halt das Ding. Keiner will mehr auf Konzerte gehen, von so einem Rapper, der dann auf einmal Rapper wird. Ich will keine Namen nennen, aber das ist aber auch nicht irgendwie interessant, glaube ich. Für unsere Generation vielleicht nicht so sehr. Jetzt fängst du mit der Spaltung an. Aber die Jugend geht ja nicht. Die Jugend sieht ja im Stream, für den die auch bezahlt. Ja. Bezahlen so. Dann, da sehen die das ja. Deswegen müssen die nicht auf Konzerte, beziehungsweise dürfen die vielleicht sogar noch gar nicht auf Konzerte gehen, sondern nur mit Mama und Papa. Und Mama und Papa sagen, willst du mich verarschen? Ja, oder? Genau. Aber den Schulhof zu erobern, halt um eine große Nummer zu sein, in dem Sinne, hat sich ja halt dann geändert. Ne? Wie siehst du Vor- und Nachteile in dem Zeitalter, vor der ganzen, ich meine, ihr habt mit Kopfschuss und so noch richtig CDs verkauft halt, ne? So. Wie ist es jetzt mit, was bedeuten dir YouTube-Klicks oder Spotify-Streams? Und ist für dich dann, du hast ja das Live-Ding schon gerade erwähnt, so dieser direkte Austausch mit dem Publikum. Wie wertest du das alles so? Ich würde gerne spielen und Leuten in die Augen gucken, oder wir würden gerne spielen. Phil, if you want to come join, then join. Wir würden gerne spielen, und das ist halt so, das macht einfach, das weißt du doch selber. Ja. So, ne, wenn du da stehst und deine Shows machst, dann guckst du die Leute an und die sind dann begeistert. So. Das ist doch viel geiler als ein Daumen nach oben. Ja, safe. So. Live-Rap für mich oder halt, nicht. Oder halt der Frust, der dann da ist, wenn dann so das Video, wo du dir halt Mühe gegeben hast, dass das entsteht, nicht so viele Klicks bekommt. Das frustet halt einen auch. Ne? Das würde mich halt, glaube ich, auch sehr doll frusten, wenn ich nicht irgendwie den Punkt für mich selber erreicht hätte. Das ist mir halt im Grunde genommen, also nicht Wurst ist, so. Ich freue mich halt natürlich über jeden, der das Video sieht, aber wenn es nicht appreciated. Ich wollte keine Anglizismen benutzen, Bruder. Manchmal kann man nicht anders. Wenn es nicht gewertschätzt wird, dann fühlt man sich auch doof. Ne? Und deswegen live. Und live kannst du halt, auch wenn nur 20 oder wenn nur 100 Leute da sind und du begeisterst die, dann fühlst du dich mehr gewertschätzt, als wenn du 100.000 Klicks innerhalb von einer Woche hast oder so. Ja, ja. Wie ordnest du denn selber deine Musik ein? Gibt es für dich überhaupt eine Einordnung? Was hältst du von so einem Schubladendenken? Was macht der für Musik? Er macht der Metal, macht der Rock, ist der Rap, ist der Hip-Hop, ist er das? Na, für die einen so, für die anderen so. Für die Metler oder Rocker bin ich immer noch der Rapper, für die Rapper bin ich halt nicht mehr Rap. So, im Grunde genommen ist es scheißegal. Ja. So, Genren sind Grenzen. Ja? Sind Grenzen, die halt nicht vorhanden sein sollten. Genauso wie man damals meinte halt zu Elternzeiten noch so,
meinte Rifleman, you guys got chops. Und wir waren so, hä, choppen, wie Tech-9 choppen meint Chop oder sowas? Nee, chops. Ach so. Das, wenn du eine Trompete spielst, okay. Das sind chops. So. Okay. Das ist halt so, okay, geil. Also Jazz, weißt du, so, das, alles ist miteinander verbunden. So. Egal welches Genre, okay, vielleicht jetzt nicht Minimal-Techno oder sowas, aber halt so alles, was aus einer Nische kommt, aus dem Untergrund, oh Mann, jetzt sage ich Untergrund, da denken alle wieder so, oh ja, wenn du Untergrund sagst, dann wird es nie Mainstream. Mhm. Ja, Mainstream entsteht auch nur durch harte Arbeit eigentlich, wenn du ein Künstler bist. Du schaffst es nur zu einem Mainstream-Künstler, wenn du vielleicht Kompromisse eingehst und komplett harte Arbeit machst. So. Wie differenzierst du denn, wenn man genreübergreifende Musik beschreibt und so? Was sind für dich Begriffe? Was ist Crossover? Machst du das? Machst du das nicht? Crossover ist halt auch schon wieder eine Musikrichtung. Das ist halt das Doofe. Ne? Crossover ist normalerweise, wenn... Das kann eine Operette sein oder kein Plan, irgendwas Klassik, was dann Blues ist. Ne? Oder R&B ist ja im Endeffekt auch schon Crossover. Das ist Rhythm and Blues. Also, war damals halt so. Punk war schon immer Crossover. Fab Five Freddy hat auch damals mit, weißt du? Eisgekühlte Molunder. Also, wie ist das? Nein, Fab Five Freddy, Digga. Ja, hat er gemacht mit Tote Hosen. Nein, Digga, was? Der Rapper aus Amiland, ja, Fab Five Freddy. Ja, war ja Writer erstmal. Fab Five Freddy war eigentlich Writer, hat da YoRMTV Raps gemacht und hier mit Tote Hosen Eisgekühlte Molunder. Hau ab, Digga, wirklich. You don't know that. Aber nein, ich schwöre, das wusste ich nicht. Wirklich? Ja, siehst du. Und das dann schon Crossover. Yeah. Wirklich? Ist so Stefan Raab, Busta Rhymes, hier kommt die Maus. Ja, aber genau. Oh, genau. Fick mein Leben, Alter. Ich wusste das nicht. Erstens, was ich mache. Also Google mal gleich oder YouTube mal gleich. Gibt's bestimmt nee, noch. Also so, ich wollte halt einfach, weil... 83, wenn ich mich sogar nicht irre. Bist du geboren, oder? Bin ich geboren. Ja, das sag ist... Das. Oh. Nein. Nein, ich bin nur 26. um nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe immer Metal geliebt und ob es Thrash-Metal oder Hardcore oder sowas ist. Und für mich war das so, ich wollte einfach sagen, wie ich sage. Ich wollte es aggressiv raushauen. Wenn ich sage, ich würde dir am liebsten in die Schnauze schlagen dafür, was du dort und dort machst, dann will ich sagen, ich würde dir am liebsten in die Schnauze schlagen für das, was du da und da machst. Nicht das, was du dort und dort gemacht hast, ist für mich nicht gerade schön. Weißt du? Yeah. Und das kann man gerne auch auf Bodycount zurückziehen und das kannst du gerne auch auf Megadeth-Songs zurückziehen. Das kannst du gerne auf sehr viele andere Artists auch irgendwie zurückführen und das war wichtig für mich. Und die Mucke, da kann ich am meisten ausrasten, da kann ich auf der Bühne stehen und einfach durchdrehen. Also da muss ich nicht cool sein, da kann ich einfach schreien, dann kann ich vielleicht auch zwischendurch anfangen zu heulen, mir das Mikrofon gegen den Kopf schlagen und weitermachen. So. Das ist das Gute. Du hast ja vorhin schon erzählt, was die Einflüsse in den 90ern waren, so in der Anfangszeit. Ja. Was inspiriert dich denn heutzutage? Was sind so Momente, wo du sagst, ey, das ist eine krasse, geile Inspirationsquelle und jetzt habe ich Bock, Input-Output-mäßig auch zu agieren? Wenn halt Hardcore-Zeug oder auch die Band, Dominik Glöckner, der mit uns spielt, auch eine Legende, der kommt dann halt immer mit Misery Index oder mit Meshuggah-Sachen an, unglaublich krasse Bands, Digga, We Are Meshuggah, We Hate Flashlights, dann spielen die und du denkst dir so, was passiert hier gerade? Rap-technisch ist nach wie vor irgendein Song von Name It, Tech-9 vorbei, Digga. Mach ich einen Kopf runter und nehme Fünfer in die Hand und sag Entschuldigung direkt, Digga. Das ist ansonsten, wenn's cool ist, Mann, wenn's cool ist, dann feiere ich auch einen DaBaby-Song oder
wenn es einfach cool ist. Deutsche Musik? Wen ich feier, war halt so Berlin-mäßig, auch Kreuzberg waren halt die Rap-Kreation-Jungs. Was sind sonst noch deutschmäßig? Fällt mir gerade nicht viel ein. Diese Zombies-Opfer sind ganz geil eigentlich. Ansonsten dürftig. Dürftig? Die sind dürftig. Ja. Die sind dürftig. Aber ich muss ja, ich muss. Bist sehen. Du in der Rap-Szene so mit einem Ohr oder einem Auge dabei? So guckst du, was da abgeht? So. Sehr wenig. Sehr wenig. Weil weil es halt irgendwie nichts Neues gibt, großartig. Es sind dann halt die so klingen wie 102 Boys, dann die nächsten, die so klingen wie das, die nächsten, die so klingen wie das, die nächsten, die so klingen wie das, ne? Meinst du, dass es zu viel ähnlich klingt? Voll. Ich fand Kasi tatsächlich geil. Mhm. So. Weil der Flow-Technik, keine Ahnung, das war das Stimme war, halt war, neu. Stimme, ja, genau. Herausragend zwischen ja, voll. Dann gibt es halt so, aber die kenne ich halt schon länger, Donatello, Digga. Das kennst du, Money Max? Nee. Wow. Gönn dir. Okay. Digga, gönn dir. Okay. Vorbei. Ist für mich einer der Top, lass mich nicht lügen, Top 3 Deutschrapper. Okay, Nachholbedarf. Ich schwör's dir. Tape King. Ja, Tape King auch. Wirklich doll. Ansonsten soll MXP. Es gibt halt einfach so viel, ne? Dann hörst du was und dann ist das nächste da so. Mhm. Aber es gibt halt schon sehr viele. Mann, was gibt's denn noch? Hast du was du feierst? Es überschneidet sich halt gerade viel. Total, ne? Immer, total. Das ist wirklich total. Neu und immer diese Freitag-Releases und so, dann guckt man dann, was du gerade auch gesagt hast, dass sehr viel ähnlich klingt so. Total. Weil es funktioniert ja auch so und es wird gesigned. Entschuldige bitte. Und natürlich kommt's Freitag raus und alles klingt und dann drückst du weiter, dann drückst du weiter, dann drückst du weiter. Dann hört sich der nächste halt an, wie Autodidakt zum Beispiel. Mhm. So, weißt du, dann warte ich halt auf. Ich warte halt tatsächlich auch immer so, ist ein Megalos-Song dabei. Ja, so, ja, weißt du, so, so, der ist für mich halt ein super, super Rapper auch. Halt, wie gesagt, sag schon. Schon wieder vergessen. Es kommen ja auch und kommen und gehen die, halt immer die Rap, wieder. Die Rap-Kreation, Leute. Halt, genau, ne? Hast du ja schon erwähnt. Ja, genau. Das ist die halt super. Ja, ficken, was gibt's noch? Naja, es viel ist, zu viel, ja. Also mir fällt es jetzt gerade in dem Moment halt nicht ein. Ist ja auch immer so ein Moment, wo ich jetzt sage, ich frage voll oft so, ey, Top 5 Songs, Top 5 Rapper, Top 5 stilistisch, dies, das und so. Top 5 Songs sind dann auch wieder nur Ami-Scheiße, ne? Mhm. Oder nicht Ami-Scheiße, Ami-Zeug. So, ich bin voll hängen geblieben aufs neue Yellow Wolf Album wieder, weil es auch komplett wieder anders ist. Dann Cypress Hill Album habe ich, hast du es gehört? Das neue nicht, ne. Auch noch nicht, wahr? Keine Ahnung, wie es ist. Das würde ich mir aber jetzt am ehesten gönnen. Weißt du, so das würde ich mir dann auch, auf Boom Bap ist ja eigentlich nicht so mein Ding, so, aber das würde ich mir auch gönnen. Guck mal, wenn wir jetzt bei Boom Bap sind, dann ist halt zum Beispiel ein Bomber und ein Schacke auch klasse. Ja, so, ja. Ne? Es gibt schon einiges, so, aber das ist dann halt wieder true. So, die ich genannt habe, die sind halt true und sind ihrem Kiez treu, sind ihrer Sache treu, ne? Und das ist halt das Ding, glaube ich, was mich auch immer so irgendwie. Darauf legst du Wert, ne? So, also, man hört das ja auch. Man hört es ja auch, man kriegt es halt mit. So. Und wenn es cool ist und du merkst, dass das halt so ein bisschen ehrlich ist, dann ist es cool. Genau. Aber es ist schon trotzdem interessieren dich mehr die künstlerischen Aspekte. Als schon. Die Industriellen halt, ne? Also schon. Jetzt so. Ja, total. Was ist so, ich meine, zu deinen Elternzeiten, also ich weiß noch, so sehr viel Wert auf Independence gelegt hat, dass ihr unabhängig. Oh, Alter, ne? Das ist auch das Dümmste, weil so, nein, wir unterschreiben nichts, nein, Independence. Nein. Bereust du es jetzt im Nachhinein oder war das eine Erfahrung, die dich eher geprägt hat? Ich bereue nichts, aber es war halt einfach eine Erfahrung.
vielleicht wäre es auch richtig beschissen geworden, wenn wir es anders gemacht hätten. So. Mhm. Aber vielleicht wäre es halt auch, vielleicht hätte ich kein kaputtes iPhone 12, weil es mir runtergefallen ist, weil ich könnte mir ein neues kaufen direkt. Also ich finde es gar nicht so schlecht, einige Schritte so beim Wachsen zu lernen, was so an Aufgaben auf einen zukommt, wenn man in die Musikwelt halt geht, anstatt sich viele oder einige kommen in ein gemachtes Nest halt und wissen gar nicht, wie viel Arbeit noch dahinter hängt. So. Kannst du das vielleicht jetzt auch mehr wertschätzen, wenn dir da was abgenommen wird? Wie bist du jetzt aufgestellt halt? Was hast du so an Unterstützung? Komplett. Also Credo ist ja, wenn du glaubst, was zu sein, dann hörst du auf, was zu werden. Ja. So. Safe. Aber jetzt ist es alleine schon mit Phil und Domi und Chris und Jan in der Band, ist es sehr viel Hilfe. Dann bekomme ich Unterstützung mit Interviews klarkriegen, werd daran erinnert, was ich wann habe und sowas. Ne? Das hilft halt komplett. Hilft halt komplett. Krieg auch Unterstützung, wenn irgendwas schief läuft, ist dann halt auch ein Anwalt da. Und sowas, so was sonst nicht wirklich war. Also das hilft halt tatsächlich. Also hilft dir das Umfeld auch, mehr Struktur reinzubringen? Ja, und total. Ja, total. Diese Struktur reinzubekommen ist auf jeden Fall so. Ja. Wirklich. Also wirklich. Alleine wäre es ein bisschen noch viel chaotischer, so ähnlich wie damals. Ja. Ja, könnte man sagen. Okay. Auf jeden Fall. Da wäre so nichts, und hätte ich dich morgen angerufen und sage so, wir hatten gestern ein Interview, wa? Gestern, heute, wann? Nochmal? Das hilft schon. Aber kannst du dich dann besser entfalten, frei musikalisch? Ja, total. Total, dadurch, dass Patrick und ich Freunde sind, geht das. Ich höre dann aber auch auf ihn, wenn er sagt, so, ey, ich hätte gern so einen Song, könnt ihr versuchen, so einen Song zu machen und so einen Song zu machen? Dann glaube ich auch daran, dass er darin was sieht und macht dann halt auch so einen Song, so wie die letzten beiden Singles. Die wären, glaube ich, nicht entstanden, wenn er nicht gefragt hätte, ob wir ein bisschen poppigeren Punk machen. So, weißt du? Ihr kennt euch ja schon ziemlich lange, ne? Ja. Wann habt ihr euch kennengelernt? So? Alter, ich habe Patrick kennengelernt ungefähr vor 10, 12 Jahren oder so. Ich will darauf hinaus, dass es so ein Ding ist, auf einen Künstler, der Vision von jemand anderem zu vertrauen. Ja, ne, so. Mache ich bei ihm komplett. Genau, und damit man so ein Verhältnis schaffen kann, was benötigt ist, was erfordert ist, wann oder wie weit oder wann hast du gemerkt, dass du auf seine Erfahrungen nicht Rücksicht nehmen kannst, sondern auf seine Erfahrungen dich berufen kannst, daran glauben kannst. Halt, wir sind halt ehrlich miteinander, ne? So wie wir jetzt gerade ehrlich miteinander quatschen, sind Patrick und ich ehrlich miteinander. Zwischendurch war es auch mal schwieriger, da bin ich halt auch abgetaucht, ein Jahr oder so, und habe dann mich selbst zerfressen, schwierige Zeit. Aber wir sind jetzt ehrlich zueinander und hören einander zu, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Er ist nicht ein fremder Labelchef, sondern ist ein Freund und hat viele Tipps für mich. Hilft mir, glaube ich, wenn ich sage so, ey, mir geht's richtig scheiße, ich brauche das. Er ist gerade in Amerika, dann würde er alles in Bewegung setzen, dass es klappt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das ist wirklich das Wichtigste. Also ich meine auch die Erfahrung, die er hat, weil er selber halt auch in der Szene ist, aktiv war, dies, das, so, und dass er auch deine Mucke und den Inhalt deiner Mucke kennt sehr gut kennt halt und konsumiert und selber extrem feiert halt. Ja. Jetzt nicht nur das als so ein Produkt sieht, dass er sagt halt, okay, weißt du, ich glaube halt, wir werden auch weiter zusammenarbeiten, wenn kommerziell was nicht läuft, irgendein Song total, oder sowas. Total, das spielt total. Jetzt hier, ist ja, ich meine jetzt dieses typische Label-Verhältnis als Künstler, mein Song läuft nicht, ich werde gedroppt vom Label. Ach so, halt, ne? Weil ich ja auch nicht diese Standard-Rap-Sachen mache. Mhm. Ne? Das so, okay, wir signen jetzt jemanden, dann erwarten wir 2-3 Hits und dann wird er eh wieder gedroppt nach den 2-3 Hits. Das ist halt so, was wieder beinhaltet. Live spielen, Band haben, nicht das Normale. Und er feiert das auch, hoffe ich. Es gibt ja diese Diskrepanz, deswegen, wo du ja beides hattest. So voll lange dieses Independent sein, ne? So, und jetzt auch viel Unterstützung hast. So. Und da gibt es halt diese zwei Meinungen, wo manche sagen halt, ey, ich habe lieber alles alleine, alle Zügel alleine in der Hand, bin nicht abhängig von jemandem, muss auf niemanden warten, muss keine Entscheidung absegnen lassen und so weiter. Klar. Und fühle mich voll frei. Und mach dann mein Ding, und wenn es mal schief läuft, kann ich auch niemandem die Schuld geben. Ne? So, das ist so
eine Ansicht. Man kann niemandem die Schuld geben. Ja, es gibt ja oft dieses, mein Album kommt nicht raus, Label ist schuld oder wie auch immer. So gibt es ja halt hier oder da mal eine Meinung. Ja, okay. So, ja, und, okay. Und dann gibt es halt diese zweite, wo man sagt halt, ey, jetzt hängen viele mit drinne. Ist ein ganzes Team, was dran arbeitet. Und da gibt es Befürchtungen, zu viele Köche verderben den Brei. Jeder hat eine eigene Vision, eine eigene Vorstellung und sagt, ey, das ist ein schlauerer Marketing-Move, das ist ein besseres Konzept und so weiter. Wo wir wieder dabei sind, Marketing, was für ein Marketing? Ich mach doch Mucke, so, weißt du, oder wir machen Mucke. Marketing, Also ziehst du dich aus, sagen wir, einigen Bereichen raus und sagst dann, ey, okay, ey, weißt du was, das Video überlasse ich dem Videotyp. Ben, das, ey, Digga, Ben ist der Ben Baumgarten, krassester Typ. Mhm. Der hat Sachen umgesetzt, also saß ich beim Videodreh und hab beinahe angefangen zu heulen. Und ich küsse er hat so Lebensphasen umgesetzt in Videos und sowas, die. Ach so, emotional. Ja, unglaublich. Okay. Ben, ich küsse deine Seele. Ben ist unglaublich krass. Okay. Zirkus, ja, beste. Also kann er, wie läuft dann der Arbeitsprozess ab? Kannst du ihm irgendwas erzählen und wir setzen uns dann zusammen. Also so, er hört den Song, wir setzen uns zusammen. Der kennt mich auch, ich kenne Ben auch schon ewig lange. So, und dann merkt er, wie das Feeling ist und sowas, und dann wird es halt umgesetzt, und ich muss selten irgendwie sagen, so, nee, das will ich so nicht. Das möchte ich so nicht. Das heißt, an allen Fronten jetzt, also visuelle Umsetzung funktioniert. Sind überall Freunde. Sind überall Freunde. Das sind zwar so, guck mal, Patrick ist mein Chef, aber er ist auch mein Freund. Mhm. Ich akzeptiere, dass er mein Chef ist, weil so funktioniert es halt einfach nur. Mhm. So, und ich höre mir an, was er zu sagen hat. Ich bin darüber nicht wütend, weil er mir das nicht als Freund sagt, sondern weil er mir das als Chef und als Mehrwissender in der Industrie sagt. So. Und umgekehrt kann ich ihm halt auch sagen, so, boah, das ist scheiße, dass das so läuft, können wir das bitte nicht machen? Weil das fickt mich komplett seelisch und auch geistig, weil ich komme darauf nicht klar. Und dann sagt er, ja, na klar, okay, cancelled. Ich meine ja halt, dieses Vertrauen jemandem zu geben und auch das anzunehmen als Chef, dann die Verantwortung dafür zu übernehmen halt, ne? Also ist das Ding, dass sowas am besten über die Jahre zusammenwachsen kann nur. Ja, voll. Ne? Ich bin ja jetzt auch, glaube ich, weißt du, wie lange ich da bin? Sechs, sieben Jahre Management bei Patrick. Die Fragen nach den Jahren. Zwei Jahre, anderthalb Jahre oder so. Ja, nice. Freut mich, dass es auf den Ebenen auf jeden Fall total, funktioniert. Total, so, sehr cool. Es dauert ja manchmal, sich zu finden halt. Ne? So, es gibt oft Leute, die kommen neu ins Business und so, haben vielleicht eine coole Stimme oder einen guten Flow und wollen gleich alles haben. Ja. Und dann ist vielleicht gut, sich da so aufzustellen. Das ist dann wahrscheinlich, weil wir halt dafür geackert haben, wo wir stehen, und jetzt habe ich halt jemanden an der Seite, oder wir haben jemanden an der Seite, der halt das weiß und uns unterstützt. Nice. Stützräder, du weißt alles. Ja, wie damals. Auf eine Sache würde ich noch mit dem Stift so investigativ. Lässt mich das seriöser aussehen? Ja, Digga, immer. Okay, gut. Vielleicht, oder kannst du mir deine Brille leihen? Guck mal durch, direkt vorbei. Oh, ich sehe gar nichts. Das war früher immer das Beste. So immer so argumentiert. Ja. Und immer, wenn ich die erste bekommen habe, Brille weggeflogen ist, sehe ich nichts mehr. Und dann hat immer alles geklappt. So. Auf jeden Fall. Okay, so seriös kann ich nicht sein, weil ich glaube, den Faden fast verloren. Oder das... Augenlicht. worauf ich hinaus wollte, war, ich glaube, wir haben so eine Sache eventuell so ein bisschen gemeinsam, und zwar einen Lebenswandel. Wir beide waren ja ziemlich krass unterwegs damals, wenn ich mich an die ganze Zeit. Der eine mehr, der andere weniger, der eine Backstage-Nächte erinnere. Ja. Wie war es für dich so halt, was Konsum angeht und so weiter? Wie bist du, sagen wir mal, reingerutscht? So, wann hat es für dich angefangen? Gibt es sowas wie eine Einstiegsdroge? Gibt es sowas? Das ist alles ein schwieriges Thema. Das ist alles ein mega schwieriges Thema. So, für mich auch sehr schwierig, so, weil es immer wieder zurückkommt. So, erst recht in Stresssituationen und so. Oder in privaten Konflikten und sowas. Dann trinkst du halt wieder. Und versuchst dich ein bisschen zu sedieren, sage ich jetzt mal.
was auch nach 2 Jahren Abstinenz passieren kann, einfach. Aber meine liebe Mutter hat immer gesagt, Probleme können schwimmen, und da hat sie komplett recht, so. Ne? Und ja, das ist ein schwieriges Thema, und sowieso bei mir, weil ich nicht so gut zurechtkomme mit privatem Stress, so. Mhm. Weil ja, Leute, die ich lieb habe, die können mich am meisten verletzen, und umgekehrt mache ich es halt genauso. Leider. Deswegen lass das so sein. Okay. Bitte. Wie sieht's denn aus mit Leuten, die nicht einen familiären Rückhalt haben oder jemand, auf den sie bauen können, oder wo sie selber ja jemanden haben? Also wie kann man da, oder was kann man denen für Tipps geben, halt, wenn man die sich selbst überlässt? Es gibt, glaube ich, genug Leute, die wirklich total einsam sterben sogar, wenn sie da total nicht mehr rauskommen aus dem Teufelskreislauf. Total. Und da ist ja auch Corona jetzt gerade, die 2 Jahre, die wir jetzt hier hatten. Da sind halt viele gestorben und oder haben sich das Leben genommen oder was auch immer. Da muss man sich Hilfe suchen. So, ne? Du musst mit jemandem reden. So, du kannst nicht die ganze Zeit mit dir alleine sein. Das funktioniert nicht. Das ist bei mir auch so gewesen. Es gab Tage, wo ich halt in einem dunklen Zimmer war und nicht mal einen Fernseher angemacht habe und habe die ganze Zeit nur nachgedacht. Aber das fickt einen. Das fickt einen komplett, oder eine. So, und irgendwann steigert man sich oder Frau sich da rein, dass man selber der Fehler ist. So, und solange man nicht, oder Frau oder weiß, was auch immer, solange du nicht mit jemandem darüber redest, kannst du nicht frei werden. Und am besten ist es jemand, der gar nichts mit dir zu tun hat, weil dann gibt es keine Vorurteile, die du dir selber irgendwie ausdenkst, so, oh ja, die Person kennt das und das und das und das von mir, deswegen sagt die Person das und das und das über mich. Und das musst du halt irgendwie in den Griff bekommen. Und wenn du es nicht, dann wird es ewig dauern. Ist es das, was du gerade meintest, dass einem nahestehende Personen leichter verletzen können mit gewissen Sätzen? Genau. Und dass eine fremde Person vielleicht schonungsloser ehrlich ist, aber das einen gar nicht so sehr auf emotionaler Ebene trifft? Der Aha-Effekt kann dann auf einmal da sein. Mhm. So, oh Mann, scheiße, wirklich, das stimmt. Jetzt, wo du mir das sagst, du kennst mich gar nicht, aber jetzt, wo du mir das sagst, stimmt, ich bin wirklich so. Oder ich kann wirklich das und das ändern und so. Also, und da gibt es genug Anlaufstellen. Es gibt wirklich genug Anlaufstellen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal unten das Notfalltelefon einblenden oder sowas. Es gibt genug Anlaufstellen, wo man anrufen kann, und da wird dir geholfen. Da wird mit dir geredet. Ich glaube, das Hauptproblem ist da nicht, die Nummer herauszufinden oder die Anlaufstelle, sondern darüber zu reden. Die Überwindung, diesen Schritt wirklich zu tun und da aufzutauchen oder sich da die Hilfe echt zu suchen. Ne? Du bist anonym. Du bist einfach, du kannst deine Nummer unterdrückt machen und kannst einfach mal loslassen und darüber reden. Und vielleicht, es ist leicht zu sagen, dass dieser Schritt der wichtigste ist für jemanden, der diesen Schritt nicht getan hat. Ja. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich erleichternd und befreiend. Und dann kommt der nächste Schritt. Und auch wenn du rückfällig wirst, oder wenn der Stress zu viel wird und du wieder ein bisschen irgendwo reingerätst, wo du eigentlich nicht sein möchtest, aber sein musst, damit das und das und das funktioniert, und du dich selber irgendwie nur noch fühlst als Maschine und ich funktioniere nur noch, dann hast du aber irgendwo im Hinterkopf hast du dann die Situation, dass du mit jemandem geredet hast, und die kannst du wieder machen. Inwieweit beeinflusst es auch jetzt musikalisches Schaffen? Inwieweit fließt diese neue Bewusstseinsveränderung oder dieser Wandel in deine Musik ein? Also meinst du jetzt nicht trinken? Ja, bleiben wir dabei. Ja, komplett doll, weil für den Live-Moment ist es halt auch super, ich bin nicht aus der Puste. Mittlerweile gebe ich mir 5 Minuten, Bruder, nicht mehr eine Minute bei dem. das ist halt, du hast einen klaren Kopf. Mhm. Also wenn, auch jetzt bin ich nicht komplett weg, jetzt habe ich auch einen klaren Kopf, und du weißt selber, dass es Situationen gab, wo ich halt immer noch komplett krass rappen konnte, aber ich war nicht mehr klar im Kopf. Also hab nur Stummsinn gelabert. Aber ich bis heute schon Stummsinn. Ich glaube nicht zu vergleichen mit damals. Auf gar keinen Fall. Und mit dem klareren Kopf jetzt, und wie weit,
wie weit kann, oder kannst du mir was über Zukunftspläne dann erzählen? Was steht jetzt an? Was kommt jetzt? Und was kannst du angeben? Wie viel ist deine Energie? Das gab es halt damals gar nicht. Mhm. Damals war so höchstens eine Woche. Ne? Ja. Und jetzt bringen wir das Album raus. Stress bringen wir jetzt am 29.04. raus. Dann die Tour wurde leider verschoben, aber wir spielen jetzt am Samstag spielen wir im Cassiopeia. Yeah. Wir arbeiten an neuen Sachen. So der Drive, der Antrieb. Ich habe nichts gegen Anglizismen. Der Antrieb ist da. Ich bin fokussiert. Ich nehme Sachen besser an. Bin nicht wütend, beziehungsweise wenn du betrunken bist, ist Wut und Neid richtig nah. So, ne? Du kannst nicht aussortieren, dass jemand anders Erfolg hat und du nicht, weil du hast das und das und das und das und das nicht gemacht, deswegen hast du nicht den Erfolg. Also mach das und das und das und das und das und das, dann hast du den Erfolg. Und wenn du halt nur rumtingelst und dir immer alles anguckst und nur meckerst und sowas, dann passiert halt nichts. Das ist der Antrieb, den ich halt habe, so okay, ich will das auch schaffen. Ich werde das schaffen und vielleicht ein bisschen zu spät, ne, aber trotzdem wird es halt so laufen, dass wir spielen werden, dass wir Anerkennung, die wir schon leicht kriegen in einer anderen Szene, sage ich jetzt mal, bekommen und dass wir da halt aufräumen. Ja. Weißt du, das ist halt der Drive. Das ist halt, und wenn ich nur saufen würde, dann würde ich halt nur saufen. Würde ich halt arbeiten gehen, stumpf 9-to-5 arbeiten gehen, was wir auch nebenbei noch machen. Ne? Ja. Würde ich halt stumpf arbeiten gehen und dann nach Hause gehen, saufen. So wie es davor eigentlich war. Ja, genau. Ja. Genau. Also wirkst auf mich auf jeden Fall viel ehrgeiziger, ambitionierter und so. Das ist auf jeden Fall safe. Das merkt man, kommt viel Energie halt. Ne? So, das ist nicht so, ja, alles mal Larifari, hey, sondern. Und eigentlich bin ich, war ich gestern halt noch ein bisschen kränklich. Wollte eigentlich zu Hause, hab dann im Esso gearbeitet und weil ich halt davor eine Show gemacht habe, in der Mercedes-Benz Arena mitgearbeitet habe. Und da war kalt eigentlich, aber scheiß drauf. Weitermachen, durchziehen. Okay, genau. Cool. Und dann, deswegen bin ich halt auch so glücklich, dass wir miteinander reden. Ich glaube, ich hätte dieses Thema Alkohol zum Beispiel mit jemand anderen gar nicht so bereden können. Oh, okay, wie, war. Jetzt, ja. Ich wollte ja nicht zu nah, aber es glaube ich. Nein, halt, alles gut. Alles ich denke halt wichtig, halt, weil du aus persönlicher Erfahrung halt sprechen kannst. Voll, halt, ne? Und es ist nicht so moralischer Zeigefinger theoretisch mäßig. Ne? So. Nö, du kannst halt. Jemandem sagen oder jemandem sagen, vorsichtig mit damit umgehen, aber es macht eh niemand. Mhm. So. Jeder macht seine eigene Erfahrung oder dann ist daraus ziehen sie dann allerdings ihre eigenen Resultate. Mhm. Ne? Du hast ja auch jemanden mitgebracht. Vielleicht können wir ein bisschen konkreter über die Musik sprechen. Ich hole mal einen Stuhl. Einen Moment, Zickzack. Ja, stell dich schon mal kurz vor, wie seid ihr zusammengekommen, ja, was macht ihr? Stell dich mal vor. Weil wir haben zusammen gearbeitet. Aber wie heißt du? Ich heiße Phil. Sag das Tierster. Ich bin Phil. Hi Phil, könnt ihr vielleicht näher ans Mic gehen, wenn ihr dann, wenn ihr was, nur wenn ihr was rein. Wir machen den hin und her einfach. Ja, das ist das Philipp J. McGee. Wir haben zusammen gearbeitet. Er ist jetzt Basser mit in der Band, hat das neue Album aufgenommen, die Demos, viel dafür gemacht, dass ich nicht nur asozial schreie, sondern halt auch ein bisschen thematisch. Die Songs zum Beispiel, die Patrick wollte, hat Phil umgesetzt. Ja. Ah, okay. Ja, he's a musical genius. Oh, you're a musical genius. Ja, als wir The Dome geguckt haben, hat er gespielt. Digga. Oh, okay. How is it to work with him? Him? Yes. Ja, no, it's good. I mean, we have a good thing. Wir kommen gut zusammen. Ja? Mm-hmm. I know, but I was being wie. No, we have a good, I don't know, we click quite good as a team. Mm. Not just us, but the other two guys as well. We won. How's the vibe? Like the vibe in the booth or in the studio, in general? I'm the boss. Okay. I'm the boss, and
Du musst dich unterordnen? Ich schwöre, so, wo ich kein Problem habe, yeah. Aber kennst du diese, so, früher haben wir immer so One Take, good. Ja, ja, ja. Vergiss es. Er nimmt sich auseinander. Egal, er nimmt mich so auseinander. 30 Mal. Und er sagt so, nee, das ist es nicht. Und ich mach's zum 31. Okay. Mal genauso. Und er sagt so, ja. Das ist es. Was? Richtig schlimm. Und ich stehe so da und denke so, das wirkt auf mich so wie, kennst du diese alten Kung-Fu-Filme, wenn du den alten Sensei triffst, ne, so, der die ganze Erfahrung hat? You like the old Sensei with the most experience. Okay. So tell me something about the project or how we going to do it. What can we say? It's kind of difficult. Because it's, I think, because, like, with you guys, it's schizophrenic, it's so much, but because we're both so influenced, well, all of us are so influenced, we have input from Domi, who's this metal legend, and we're both into the rap stuff, and we're just throwing it into the pot to see what comes out. And I guess we try not to define something before we finish, just go with what's happening. Okay. So I don't really know how to describe it. It's sort of, ja, hat er schon komplett recht. So, das ist schon ein bisschen, das Album ist so schizophren, will ich mal so sagen. Der rote Faden ist kein roten Faden zu haben, sondern alles, da wird alles komplett abgeliefert. So. Mhm. Da sind auch coole Features mit dabei, darf ich jetzt glaube ich noch nicht sagen, oder? Hä? Noch nicht, das wird eine Überraschung. Ja, aber halt auch so Leute, die du kennst. So, und das irgendwie alles, was es so im Rockbereich, Gitarrenbereich gibt, haben wir da so abgekaspert. War so Errol vom Trinkteufel. Kennst du den Trinkteufel in Kreuzberg? Ja, klar, Kreuzberg, natürlich. Errol, der Chef. Nauni in Ecke. Genau. Und Errol meldet zu uns auch so, ey, könnt ihr einen Ska-Song machen? Und wir waren, Ska-Song? Ja. Hoch zu viel gegangen, Demo aufgenommen, auf Album. Jetzt auf Album. Und halt auch gut, so Leute feiern das halt auch so, wo man halt auch sagt so, ey, kannst du uns da bitte irgendwie so eine Resonanz zugeben? Und die meinten so, geil. Okay. Und so, ich so, okay, gut. Wir können alles, Bruder. Wann geht ihr raus mit den ersten Sachen? Like, what about the output? Wir haben two around already. Mm-hmm. Three already. Intro. Meine Droga and Ruinieren, yeah. They're already out, YouTube. Okay. Spotify. Everything there. And then, like I said, the album, the 29th of April, coming out. Okay. Also 29. April haben wir den Release. Okay, das. Warum wohl 29. April? Ich weiß nicht, was am 1. Mai los ist genau, aber das wird auf jeden Fall passen. Ich auch nicht. wer hat sich denn diesen schlauen Marketing-Move ausgedacht? Ich glaube, wir sind nicht alle letzten Alben irgendwie so rausgekommen, ja. Ne? Kurz vor. Ja. Ja, ich weiß es gerade nicht. Okay. Keine Daten merken. Okay. Musik. Ja, haben wir ja schon gemerkt, dass Daten ist nicht so dein Ding. Nee, nicht wirklich. Aber ich glaube, das erste Kopfsteinpflaster kam auch so ungefähr raus. Ah, okay. Also 29. April, Stichtag. Genau. Okay, Name? Stress. Einfach nur Stress? Ja. Stress. Okay. Kann man vorbestellen, überall gibt's beim Cortex, gibt's überall, kannst du vorbestellen, Linktree in meiner Story. Und Inhalt darf ich auch noch nicht bekannt geben, aber ist lustig. Es kommen auf jeden Fall sehr überraschende Feature-Gäste. Ja. Es wurde Sensei-mäßig aufgenommen. Erst mit der 31. Take hat gesessen. Wenn du wüsstest, okay. Du hättest dich kaputt gelacht. Okay. Hättest mit Finger auf mich gezeigt und mich wütend meinen Kopf raucht. Ja, aber ey, Qualität, ne? It's all about the quality, right? You gotta get the vibe. Okay. It has to be the right feeling. Okay. Also ist auf jeden Fall auch ein Album, was man auf Festivals spielen kann. So Sonne geht unter und durchdrehen einfach. Gibt's Pläne in Sachen live? Ich weiß nicht, wann das erscheint, aber jetzt am Samstag spielen wir halt im Casio. Tour wurde verschoben. Okay. Wir spielen ein paar Festivals auch.
Aber das alles dann halt bei uns auf der Instagram-Seite. Okay, und also folgt auf Instagram auf jeden Fall, denn dieser Sommer wird heiß und wild und es beginnt am 29. April. Da gibt es den Vorgeschmack von Stress. Stress. Also Stress. Seid am Start. Stress 65. Nein, 65 represent. Voll. Tierstar, Tam, echter geht's nicht. Ich freue mich unglaublich. Germany. Thanks, man. Hey, und wenn ihr das bei mir irgendwie seht, folgt alle Tierstar. Legende. Legende. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.